Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Mega Man 4. Diveman ist jetzt dran. Der wird jetzt von mir hart getrollt. Den wollte ich eigentlich als allererstes machen in diesem Spiel, aber ich habe es mir dann auch anders überlegt, weil Diveman ist ein bisschen fies. Und jetzt wird er von mir hart getrollt, ganz ehrlich. Und echt, das war eine hammerharter Kampf gegen Ringman. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt endlich hinter von mir habe. Da hatten aber viele mit Problemen, weil Ringman hat immer drei Attacken. War schon wieder getroffen. Ja, und ich glaube, ich habe den Fernseher ein bisschen laut. Ich werde mal kurz abschalten. So, der ist wieder leise gestellt, der Fernseher. Und ich habe kein Leben, ich habe nur noch 0 Leben. Warum sollen wir uns dann nicht dafür abusen? Töte mich. So, dann machen wir nämlich jetzt den richtigen Kampf gegen Diveman. Das wusste ich gar nicht. Und Diveman Stage ist eigentlich einfach, ganz ehrlich. Also so schwer ist er auch nicht, finde ich. Das Problem ist, man muss halt genau aufpassen. Von denen hier, die Nerven nehme ich. Die Fische. Die treffen irgendwie immer. Bets gibt's auch, die sind dann unter Wasser. Und hier gibt's eine besondere Waffe, die geht schon. Wenn wir maximal Kumpel. Egal jetzt, scheiß drauf. Wir machen es jetzt einfach weiter. Ich zeige euch die, wo man die bekommt. Und dann fängt man so. Boah, das war knapp. Ah, jetzt kommt die der Wal. So, der Wal hat auch mal Geschichte. Moby Dick gibt's nicht mehr. So in etwa. Und jetzt geht's hier weiter. So, jetzt muss ich hier einen perfekten Sprung an den Map. Vom Map treffen lassen. Nicht. Wir müssen beide genau zielgenau runter. Boah, es ist viel zu viel auf dem Bildschirm, deswegen ruckelt's gerade. Ruckelt sich gerade ein Derp ab. Derp. Hey, mein Freund. Gib mir ein Energy. Okay, das hilft mir. Ich dachte mir gerade jetzt, okay. Ah, da ist ein Big Eye. Ah, kein Leben. Jetzt wird's knapp. Einfach weiter. Okay. So, jetzt kommen wir hier zu diesem sogenannten Waffe. Dafür müssen wir erstmal schon wieder treffen lassen. Das ist nicht gut. Oh, schon wieder mal. Das war klar. Aber ich will ja nicht den Energy Tank benutzen. Nee, den will ich für Diveman selbst beschützen. Bei Skullman kriege ich eher hin als Dive. Dive ist hart. Dive ist echt hart. Ich weiß nicht warum, aber Dive ist hart. Definitiv. Als Gegner ist er hart. Ach, so, jetzt. Okay. Ich lass mich auch trotzdem immer treffen. Der Wal ist. Oh, okay. Tschüss, Moby Dick. So, hier gibt's nämlich die Waffe. Dafür müssen wir jetzt aber richtig gut springen können. Also gut navigieren können. Wegen den Stacheln hier. Das sind ja nämlich Instant Death. Das heißt, kriegt tot. Man muss halt das gut navigieren können. Und dann bekommt man eine Waffe. Irgendeine Weile-Waffe oder so. Großartig, ich weiß nicht, für was die notwendig ist, aber die brauchen wir auf jeden Fall. So, und wir kriegen wieder volles Leben und fangen wieder da von hinten an. Aber das ist gut so. Das ist für mich nämlich gut. Jetzt kann ich das nämlich treffen. Nein, du triffst mich nicht. Du auch nicht. Mann, ich sterb echt bei jeder verfickten. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung, das wird jetzt dement ausgepiept. Das muss ich auspiepen sogar. Scheiße! Ja, aber egal, das piep ich noch aus. Ich
weiß ja die Minutenanzahl etwa. 4, was war das? 4, 15, 4, 20 oder so. 200 Treffen lassen. Ey. Okay, jetzt ist der Wahr wieder dran. Hey. Ja. So, gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Ich glaube schon nur noch ein Leben danach. Ne? Na, das war so klar. Was gibt keiner, der mir ein Leben schenkt hier? Boah, das war jetzt, wäre tot. Das wäre der. Das wäre runter schwimmen. Dive Man, mit einem Schlag kann er mich killen. Deswegen müssen wir es hier vorsichtig umgehen. Geschichte hoffentlich. Wow. Nein! Nein! Warum habe ich nicht den Energy Tank benutzt? Nein! Wir müssen die Stage schon mal neu machen. Hey. Ab zu Dive Man nochmal. Ich schütte nur mit dem Kopf. Ja. Auf geht's. Hallo, nochmal neu. Ich muss das jetzt gerade sagen, weil mir das jetzt gerade so in den Kopf kam. Leben. Ich brauch. Kein extra Life. Sowas Gnädiges kennt das Spiel gar nicht. Angie hat mich vorher geliebt, jetzt hasst mich Angie anscheinend. Also doch, Matt hat mir ein Energy Tank gegeben. Das ist notwendig. Oh, ein bisschen Energie. Wow. Ist jetzt viel los wieder auf dem Bildschirm? Wirklich. Stirbt Matt. Rutschen und jetzt kommt wieder unser Mobby. Alter. Rixer Ding. Ja, wieder jetzt Fry Jumpen. Das ist wieder der. Boah. Ich frage mich, wie man die hier zerstört. Ich glaube, mit diesen einen Waffe da, wo man nach oben schießt. Ich glaube, ich krieg jetzt wieder ein Energy Tank, ein Leben oder ein Leben. Damit bin ich zufrieden. Damit kannst du mich beglücken. So in etwa. Aber das hat sich halt so komisch angehört. Das lassen wir mal lieben. So, schön. Aber das brauche ich nicht. Ich brauche ein Leben. Also Energy. Und dann. So, aber wir haben jetzt schon mal die Hälfte auf jeden Fall erreicht. Wir waren ja schon bei Dive Man, deswegen. Ja, komm, springen. Das ist so ein Troll-Life, das benutze ich aber, das hole ich mir. Scheiße. Ich lass mich vom Wal echt töten, ne? Nein. Boah, bin ich gut, bin ich gut, bin ich gut. Ich brauche aber trotzdem. Ja. Ah, das hat sich irgendwie nicht so mit dem Leben oder so. Also auch Gerechtigkeit oder so. In diesem Spiel sowas. Ich glaube, bei Skyman brauche ich genauso lang vielleicht. Weil Skyman Stage ist nicht gut. Aua. Schon wieder treffen lassen. What the? Okay, einfach. So, das war ein schöner Treffer. Damit können wir schön uns verabschieden aus diesem Wal. Wal. Aus der Wal. So, also. Ein bisschen Energie. Wäre noch nicht. Ja. Nein. Auch nicht. Okay.
Jetzt habe ich meine zwei Leben verloren. Was ich echt schade finde. Hab ich denn noch zwei? Ja, ich habe da noch zwei, ne? Kurz mal gucken. Ja. Okay, ich habe einen Energy Tank. Das ist gegen Diveman. Schwimmen noch tiefer. Ich brauche keine Energie. Ich brauche einen extra Life. Boah, das war knapp, aber geschafft und gewollt. Das war gewollt. Jetzt gucken wir mal, ob wir den mal wieder one-hitten. Oder. Jetzt schießt er nur noch Raketen. Sehr schön. Sehr schön. Trotzdem bin ich irgendwie schon fast wieder am Arsch. Kein Ding? Nein. Ich glaube, diese Stage hasst mich. Hab schon gefühlt. Ich will das jetzt aber Ende zu Ende bringen. Egal wie. Ob wir der Random Generator nicht helfen, also die RNG, das ist mir. So, Energie fast zurück. Ich darf mich doch noch treffen. Das war knapp. Dive Man, wir kommen. Ich habe einen Energy Tank, ne? Und ja. Ich glaube, der kann mich trotzdem dadurch schützen. Nein, er kann mich nicht. Ich glaube, da bleibt noch ein oder zwei Striche Balken übrig. Dive Man, du wirst jetzt sterben. Boah, wie lange braucht der denn zu laden, Mann? Schnell Energy Tank, Energy Tank, Energy Tank. Boah. Ja, das wird knapp. Das wäre sonst knapp. Ja! Haben besiegt. Ja, ich freue mich schon. Warum springt er nicht höher? Ich hätte noch mal gerne höher springen sehen. Ja, jetzt haben wir einen Steifmann, jetzt kommt noch Skullman. Ja. You got dive missile. Also Wasserraketen. Oder Wellenrakete würde man sie nennen. Dive heißt ja Welle. Stage select. Skullman, you are the last one of the Great Eight. Mal gucken, ob es der jetzt so eine Stage hat. Ich glaube, die hat so eine kleinere Stage, aber eine verrückte. Ja. Richtige Knochenstage. Als geil, ne? Die ist aber auch ziemlich einfach, so von der Geschein. Ja, man kann ja draufballern direkt. Also das ist gut, das ist das erste Stück jetzt. Wow, wow, ein Ding zieht das mir ab. Okay. Angie liebt mich wieder. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich habe viel falsch gemacht wahrscheinlich. Oh. Ein Schuss tot. Der stand dann nur regungslos da. Ja, hier kommt das Troll Life, glaube ich, so wie ich das weiß. Ja,
vielen CK-Streams, dass hier jetzt ein schönes extra Leben kommt. Das nur so. So. Einfach weiter durch. So, hat dich getötet. Habt ihr den? Nein. Dann könnt ihr gehen. Stell mal, wir kriegen das schnell hin hier mit Skullman. Thank you for the energy tank. Der ist gut. Der ist hilfreich. Ich glaube einfach mit einem vollgeladenen Energy. Ja, hier gibt es das Troll Life, glaube ich. Oder ne, warte. Ich muss hier umschauen. Ich gehe mal hoch. Ja, da gibt's das Troll Energy Tank. Stimmt. Und das bekommt man echt schwer. Aber ich bin hier wegen diesem Energy Tank. Ja. Auch schlecht. Ich hätte auch den Jet verwenden können. Oder die Coil. Ich glaube, ich nehme den Jet dafür. Das bringt was. Wow. Wow, Rush. Rush, echt. Ganz große Klasse. Nein! Mann! Rush! Ich hasse ihn! Ich hasse diesen Köter! Rush! Ich werde dich in den Zwinger reinbringen. Ich glaube, ich werde diesen nicht mehr anfassen, den Energy Tank. Ich habe hier nur noch einen Leben. Nein! Mann, das Spiel macht jetzt selber, macht wieder Kacke. Ich werde ihn nicht nochmal holen. Ne, den gehe ich nicht holen. Ich lasse mich treffen. Und ich habe Energie zurück. Sehr schön. Warum hat mich die Angel lieb? What the fuck? Schon wieder. Ein... Jetzt werde ich permalos angeschrieben. Ich werde diesen Part trotzdem jetzt erstmal beenden. Sehr schön. Ich habe genug Energie. Wirf deinen Knochen. Knochenmann. Ich habe ein Energy Tank, ein Extra Life. Ich denke mal, das kriegen wir jetzt hin. So kriegen wir das hin. So, Skullman, you are the last one of that. Ich weiß nicht, wie stark er ist. Ich denke mal, weil man kriegt ihn getriggert bestimmt in irgendeiner Situation. Ja. Okay. Springt nicht. Das ist komisch. Er springt nicht mal. Ich sehe kein Problem. Nur Problem ist einfach, man muss genau wissen, was er macht. Okay. Ich habe einen Energy Tank, das müsste reichen. Okay, jetzt drauf. Er springt auch ziemlich. Das Problem ist, Mega Man springt kacke irgendwie. Ich
schnell ein bisschen Energy tanken. Dadurch, dass es jetzt gerade geleckt hat, konnte ich jetzt nichts machen. Shit. Würde ich mal sagen, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Skullman Stage. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Noch weiter? Nein. Bis gleich einfach. So, dann bin ich wieder. Jetzt habe ich genug Sachen. Ich glaube, Skullman kann Geschichte schreiben. Ich habe genug Leben. Ich habe Energy Tank ein. Den habe ich mir besorgen können. Irgendwie. Aber nicht. Das war jetzt ein anderer Energy Tank. Das war nicht der Troll Energy Tank da. Der ganz unten war. Mann, jetzt Skullman. Was ist los? Der rückt mir ziemlich an der Pelle. Ich will noch nicht den Energy Tank benutzen, deswegen. Ja, so. Tja, jetzt kann ich den sowieso benutzen. Den werde ich jetzt auch benutzen. Weil jetzt Energy Tank Zeit ist am besten. Ziemlich nah. So, schnell Energy tanken. Komm, Skullman. Ja, mach dein Schild nochmal. Das darf nicht wahr sein. Ich habe kein Energy Tank, ich habe nur noch ein Leben. Wow. Der ist echt hart, verdammt. Müssen mehr zwingen, seinen Schild zu aktivieren, dann kann man den besser devabusen, also töten. Alter. Ah, ist doch keine Lust mehr. Na, letzte Leben. So, mal gucken jetzt, ob ich ihn jetzt töten kann oder keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt rückt ihr mir ziemlich nah an der Pelle. Mein Gott, er hat mich wieder besiegt. Ich würde mal sagen, ich zeige dir, wenn ich ihn besiegt habe. Bis gleich. Und jetzt hat er die Maus gesehen. Zack, zack. Bis gleich. So, jetzt habe ich ihn besiegt. Wie ihr seht, zack. Der Drecksack. So. Ich hoffe, der endet in 5, 10, 9, 8. Ja, es war ein hart anstrengender Kampf. Ich denke mal, heute 4 Parts aufgenommen. 25 Minuten. Ist schon echt arg heftig.
Hochland Rüste. Definitiv, weil sie definitiv zum Lacher zwingen. Mal gucken. Skull Barrier. Sehr schön. Das wär's dann, denke ich mal. Stage Select, ja, heißt, ich könnte jetzt in dieser Stage hingehen, aber ich würde mal sagen, ich beende den Part hier und wünsche allen einen schönen Spaß bei den ganzen vielen Parts. Bis dann, viel Spaß beim Zuschauen, bis dann und ciao Leute. Wenn euch Mega Man 4 gefallen hat, dann könnt ihr es folgendermaßen, wenn das Video natürlich euch gefällt, mit einem Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, mit einem Daumen runter. Feedback, Kommentare, Kritik und Wünsche werden gerne unter meinem Video gesehen. Und einfache Verlinkungen habt ihr sowohl für den nächsten und letzten Part oben im Bildschirm selber und unten in der Videobeschreibung. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.